Jo, Chrysalla wieder hier. Und weiter geht's. Bei der nächsten Orchesterprobe sind die Dinge zwischen mir und Hauer anscheinend wieder normal. Wenn Hauer noch immer sauer wegen dem Streit ist, dann macht er einen guten Job, es zu vergeben. Es zu verbergen, ja. Falsch lesen. Naja, er wirft einen Flötenreiniger nach mir, weil ich wieder eingeschlafen bin, aber das ist nicht gerade unerwartet. Ich schnauze ihn an und er schaut zurück, aber keiner von uns erwähnt unseren Streit. Keiner von euch könnte es verstehen. Es ist also alles ganz normal, genau. Als die Proben vorbei sind, sehe ich Hau auf mich zukommen. Bevor er näher kommen kann, dränge ich mich an den Leuten in der Türöffnung vorbei und laufe schnell den Flur runter. Wetten, er kriegt dich noch. Alles, was ich tun muss, ist es, in den Proben aufzutauchen. Ich muss nicht bleiben und mit ihm reden. Und nicht, wenn ich Besseres mit meiner Zeit anfangen kann. Wie? Ich hab's mir schon gedacht. Wen kümmert's? Ich würde es sogar bevorzugen, gar nichts zu tun, anstatt bei jemandem wie ihm zu bleiben. Ich wette, das wird sich noch ändern. Oh, Checker. Checker. Bäh. Huch, es gibt ja sogar Hintergrundgeräusche hier, so. Cool. Da ich wirklich nichts Besseres zu tun habe, fange ich an. Ey, das ist aber nicht nötig. Nee, das ist laut. Ich meine, wozu habe ich die Fenster geschlossen, wenn jetzt hier selber noch diese Geräusche sind? Fange ich an, in den Straßen der Innenstadt herumzulaufen. Sportautos und gepflegte Rasenflächen werden bald durch laute Menschenmengen ersetzt, die in den Geschäften ein- und ausgehen. Ich werde natürlich langsamer und atme den Geruch von Grillpartys gemischt mit Abgasen ein. Ich sollte öfters herkommen. Diese Art ist definitiv eher meine Sache. Ich wäre eher für ländlich. Während ich auf den Bürgersteig herumtrudle, bemerke ich einen leisen Klang, der durch die Luft schwingt. Irgendwo in der Ferne spielt jemand Gitarre. Das Lied klingt simpel, aber ansteckend fröhlich. Ich fange an, schneller zu laufen. Durch Lücken in der Menschenmenge erhasche ich einen Blick auf ein Mädchen in zerrissenen Jeans, die sich über eine Akustikgitarre gebeugt hat. Obwohl der Lack der Gitarre zerkratzt ist und eine der Saiten lose rasselt, hält sie vorsichtig wie eine Mutter ihr Kind. Ihre linke Hand bewegt sich auf dem Griffbrett auf und ab, während ihr Kopf zum Beat mitwirbt. Ah. Erst bemerke ich es nicht, doch mein Fuß bewegt sich plötzlich zum selben Beat. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich die Saiten fast unter meinen eigenen Fingern spüren. Es ist schon eine lange Zeit her, oder? Seit mir Musik so wichtig war. Obwohl ich vermutlich ziemlich seltsam aussehe, einfach dazustehen auf dem vollen Bürgersteig, laufen die meisten Menschen ohne einen zweiten Blick an mir vorbei. Das Mädchen bemerkt mich auch nicht. Es ist, als ob ihre ganze Welt nur aus ihr und ihrer Musik besteht. Sie ist sogar so in ihr Lied vertieft, dass sie nicht reagiert, als ich auf sie zugehe. Ich räuspere mich. Hey, Mädel, du bist gar nicht so übel. Beim Klang meiner Stimme schaut das Mädchen auf und lächelt. Ich greife in meine Tasche, um ihr ein bisschen übriges Kleingeld zu geben. Bevor ich ein paar Dollar in den Gitarrenkoffer werfen kann, hält mich eine muskulöse Hand an meiner Schulter. Ach so, ich dachte, das ist der Hau-Typ. Hey Song, wenn du Geld für Penner übrig hast. Hallo? Hallo? Boah, alter Arsch. Warum gibst du es dann nicht uns? Ach so, ich hab irgendwie gedacht, das wäre. Wieso hab ich jetzt Schläger als Musikinstrument? Oh. Ich hab gedacht, das wäre einer vom Orchester. Der neue Typ muss intelligenter von unserem letzten Kampf geworden sein, denn er hat Freunde mitgebracht. Ja, allein schafft das nicht. Die drei Schläger tun sich zusammen und schleifen mich in eine verlassene Gasse, bevor ich zurückschlagen kann. Als wir aufhören zu laufen, schaffe ich es, einen der Typen in den Arm zu beißen und einem anderen mein Knie in den Bauch zu rammen. Während beide beschäftigt sind, herumzufluchen, verschwende ich keine Zeit, sie beide auf den Boden zu treten. Schmerzhaft. Bevor ich noch mehr Schaden anrichten kann, reißt mich der neue Typ mit einem zermalmenden Angriff zu Boden. Wir krachen beide auf den Asphalt. Wo ist das Geld, Song? Ich schiebe ihn weg und stehe auf. Warum habe ich ein Déjà-vu? Oh, stimmt, weil du mir bereits dieselbe Frage schon mal gestellt hast. Welchen Teil von "Ich brauche noch 2 Monate" hast du nicht verstanden? Der Boss sagt, du suchst nur nach Ausreden. Er sagt, du solltest das Geld bereits haben, jetzt wo dein alter Herr tot ist. Wow, hast du auch eigene Worte? Tss, schön wär's. Ah, einer der Schläger überrascht mich, indem er mich von hinten schlägt. Ein zweiter Schlag zwingt mich auf die Knie.
Ich beiße meine Zähne zusammen, als die Schläger um mich herum näher kommen. Der neue Typ schmunzelt über meine Hilflosigkeit. Jetzt bereit, das Geld auszuspucken? Wieso hatte ich jetzt Probleme, das auszusprechen? China-Mädchen? Mein alter Herr würde mir sein Geld nicht einfach so übergeben, ihr Idioten. Das ist überhaupt der Grund, warum ich zu der Orchesterprobe gehe. Hä? Wie soll das funktionieren? Sie scheinen intelligent zu sein. Ich bekomme nur Geld an Tagen, an denen ein Konzert stattfindet. Und das auch nur, wenn ich zu all den Proben gegangen bin. Also will ich eure hässlichen Visagen nicht mehr vor dem 14. Februar sehen, verstanden? Die Schläger zögern und sehen verwirrt aus. Zu meiner Verärgerung brechen sie dann ein lautes, widerwärtiges Gelächter aus. 14. Februar. Was ist das? Ein Valentinstagskonzert? Ja, richtig. Baby, lass mich dich lang lieben. Schläger A. Wurden die jetzt eingestuft? Ihr Daddy wird sich im Grab umdrehen und schreien, dass sie Schande über die Familie gebracht hat. Das Rockermädchen ein Orchester le das Wenn das Rockermädchen ein Orchester leitet, wird ein totales Desaster. Diese ganzen verweichlichten Musiker sind im Eimer. Aus irgendeinem Grund ist das die letzte spöttische Bemerkung, die mich am meisten aufregt. Ach so, verweichlichte Musiker? Verteidigt ihr die einfach? Okay. Ich weiß, dass ich immer sage, dass das Konzert versagen wird, aber das heißt nicht, dass dieses Pack es auch sagen darf. Das Orchester verteidigen, das Orchester ist echt mies, nichts sagen. Na komm, wir verteidigen einfach mal. Was soll's? Warum nicht? Geht's ja eigentlich auch darum, irgendwie wen zu erobern? Jetzt mal so im dritten Part einfach random die Frage dazwischen. Ist das hier so? Keine Ahnung. Ach ja, was wisst ihr Deppen schon von meinem Orchester? Meinem Orchester? Ich glaube nicht, dass ich das zuvor schon mal gesagt habe. Ich sage es nochmal, dieses Mal mit mehr Überzeugung. Ja, mein Orchester wird es weit bringen, jetzt wo wir einen neuen Dirigenten haben. Er ist ziemlich gut, wisst ihr? Vielleicht sogar so gut wie mein alter Herr. Aha, das interessiert sie bestimmt brennt. Ha, genau. Du wirst jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Das ist so verdammt lustig. Sogar Steine haben mehr Musikalität als ein Karate-Mädel wie du. Karate? Was zur Hölle? Das ergibt nicht mal Sinn. Ja, richtig. Genauso wenig wie eine Außenseiterin aus einem Kampfspiel zuständig für ein Schickimicki-Orchester zu machen. Was macht er für Vergleiche? Was zur Hölle? Komm schon, erzähl's uns. Was weißt du schon von all diesem noblen Musikkram? Er hört auf zu lachen, nachdem ich ihm in den Schritt trete. Gut, so macht man's. Warum fange ich nicht mit dem Trauergesang für deine Beerdigung an? Oh oh. Oh Gott, die nächsten paar Sekunden vergehen so schnell. Es sind zu viele Fäuste, als dass ich mithalten könnte. Ehe ich mich versehe, küsse ich den Asphalt. Meine Rippen sind geprellt und Blut tropft aus meinem Schnitt an meiner Stirn. Spottend spuckt mich der neue Typ auf den Hinterkopf. Geh und hab Spaß beim Vorbereiten von deiner Liebesshow-Lachnummer, China-Mädchen. Aber wenn du das Geld am 14. nicht hast, zeigen wir dir, was richtige Schmerzen sind. Ich fühle gar nichts. Lecker. Ich versuche nicht zu zucken, als er mir auf die linke, auf die linke Hand tritt. Und meine Finger brutal in den Bürgersteig zimmern. Oh, je. Wie findest du das? Dieses Mal beiße ich so hart auf die Lippen, dass ich nicht antworten kann. Der neue Typ und sein Kumpel verlieren bald das Interesse und stolzieren kichernd weg. Boah, das ist schon kindisch, oder? Mein Kopf schmerzt und ich liege noch ein paar Minuten auf dem Asphalt und zwinge meinen Atem, sich zu beruhigen. Dann wuchte ich mich wieder auf die Beine, während ich mir immer noch auf die Lippe beiße. Das klingt verdammt schmerzhaft. Als ich aus der Gasse taumle, höre ich Schritte auf mich zurennen. Ich habe gesagt 2 Monate, jetzt lass mich in Ruhe. Ich hebe meine gute Faust und drehe mich um denjenigen zu schlagen, der hinter mir steht. Er duckt sich gerade noch rechtzeitig. Oha, oder? Als ich nach vorne torkle, das Gesicht vor Schmerz verzerrt, halten mich warme Hände an meiner Schulter. War klar. Sona, guck's gräber. How? Warum bist du hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht habe ich mir eben den Kopf zu sehr gestoßen. Plötzlich wird mir übel. Ich beuge mich vor und fange an, mich heftig zu übergeben.
Hau hält mich an den Schultern, selbst als ich mein ganzes Frühstück über seine glänzend schwarzen Anzugschuhe verteile. Über seinen Arm hinweg sehe ich das Mädchen mit der Gitarre uns beobachten. Die Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben. Meine Güte, tut mir so leid. Ich hätte wissen müssen, dass mit diesem Typen etwas nicht stimmt. Als dein Freund gekommen ist und nach dir gesucht hat, habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich nicht die Cops gerufen habe oder so. Freund? Ja, die passen doch überhaupt nicht zusammen. Das ist doch... Optisch wird man denken... Bitte was? Nee, niemals. Aber ja, kann sein. Moment, du meinst Hao? Er ist überall in der Innenstadt herumgerannt und hat Leute ein Bild von dir gezeigt. Okay. Sie hält mein Stück Papier mit einer lustig aussehenden Zeichnung vors Gesicht. Was? Das hat er gemalt? Ach, wie niedlich. Putzig, ey. Sollen diese Stacheln meine Haare sein? Ja, jetzt... Jetzt sagt man, ey komm, das ist noch das Ähnlichste, ja? Das Einzige, was ich unrealistisch finde, ist diese Blumenwiese. Ja, das habe ich schon gelesen. Was zur Hölle? Ich sehe aus wie ein seltsam mutierter Igel. Sonic! Echt? So ein bisschen Ähnlichkeit, ja. Was zur Hölle? Ach man, wieso lese ich das immer doppelt? Und warum ist da eine traurig aussehende Blume? Die soll traurig aussehen? Nur weil ich ein Mädchen bin. Bedeutet das nicht, dass ich Blumen mag? Lol. Während ich immer orientierungsloser werde, lehne ich mich an Hauskörper. Ich weiß, dass ich vermutlich seinen teuren Anzug mit Dreck und Kotze versauere, aber das hält mich nicht davon ab. Seine Brust ist warm, überraschend gemütlich und was auch immer er für eine Seife benutzt, die duftet gut. Was? Wow, ich mache mich ja selten darüber lustig, aber das ist gerade so komisch. Ich muss darüber lachen. Was denke ich überhaupt? Frage ich mich auch mehr. Ich habe mir wohl den Kopf gestoßen, ja. Als mein Gesicht rot wird, versuche ich fluchtartig Hao von mir wegzuschieben. Aber in meinem derzeitigen Zustand kann ich ihn nicht weit schubsen. Er blinzelt nur verwirrt, bevor er langsam meine Schultern loslässt. Ich muss gehen. Aber so optisch passen die so null zusammen, ne? Aber ich würde ja auch gerne wissen, was der in Wirklichkeit sagt. Warte. Wie komme ich zu einer Option? Hier. Man hat später die Option zu sehen, was der auf Chinesisch die ganze Zeit sagt. Ich weiß nicht genau, wann das jetzt frei ist, aber ne. Vielleicht, wenn man das durch hat oder wenn man jetzt alle Enden durch hat oder ich. Keine Ahnung. Wird schon, ne? Mein Apartment ist so weit weg, da gehe ich stattdessen zurück zur Probehalle. Selbst im Dunkeln kann ich Hao ein paar Meter hinter mir laufen sehen. Aber wann immer sich unsere Augen begegnen, tue ich Schuhe so, als wäre ich von der nächstbesten Straßenlaterne fasziniert. Keine von uns sagt er während des gesamten Wegs ein einziges Wort. Ihr könnt euch ja eh nicht verstehen. Erst als wir endlich den Proberaum erreichen, bricht Hao die Stille. Ja, verstehe. Das klingt wie die erste Frage, die er mir gestellt hat, als er mich gefunden hat, und ich weiß immer noch nicht, was sie bedeutet. Ich schließe die Tür, bevor er mich ein drittes Mal fragen kann. Ist mir jetzt egal, also hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Aber wäre doch echt nett. Ich schlafe wie eine Leiche, was ziemlich passend ist, schätze ich, da ich fast zu einer geworden wäre. Nach Gott weiß wie lange werde ich von den eleganten, wallenden Klängen einer Chopin Nocturne zurück im Land der Lebenden willkommen geheißen. Immer noch halb zwischen Traum und Bewusstsein habe ich den flüchtigen Gedanken, dass mein Vater derjenige ist, der sie spielt. Obwohl mein Vater in vielen Instrumenten begabt war, war das Piano immer sein Lieblingsinstrument. Immer wenn er nach Hause kam, was nicht sehr häufig war, spielte er mehr am Piano als mit mir zu reden. Manchmal war das Einzige, was ich wochenlang von ihm zu hören bekam, die Klänge von Chopin, die nachts durch die Wände schallten. Wer auch immer gerade das Piano spielt, klingt jetzt fast genauso wie er. Ich werde es Hao. Zeit, diesen Traum ein Ende zu bereiten. Und ich würde jetzt auch mal sagen, Zeit, diesen Part ein Ende zu bereiten, weil ich will jetzt... Ja komm, die letzten beiden Parts waren doch ziemlich lang. Das kann man jetzt mal hier im normalen Maße halten, okay? Dann bis zum nächsten Part. Tschüssel!